Ja, ich weiß, ich wollte das jetzt haben. Ich denke, wir sind robust genug, das kriegen wir hin. Ja, ich erkläre es den Zuschauern. Ja. Ja, ich denke, das wird laufen. Mach dir da keinen Kopf. Ja, danke, Lippin. Lippin. Wir ziehen bald die Stadt hoch. Ich bin schwer begeistert. Das wird. Ja, das kriegen wir hin. Also, bis dann, gell? Sag mal, hast du den Knut abkassiert? Der hat doch gestern wieder nicht bezahlt. Ja, warum soll ich ihn denn abkassieren? Du weißt doch, der übersetzt uns immer alles. Das ist doch. Der war eingeladen, okay? Also nächstes Mal vielleicht, aber der übersetzt immer alles so schön. Der braucht nicht bezahlen, wenn er hier vorbeikommt. Bis später, gell? Mach's gut, Ilana. Schön, dass ihr wieder da seid beim Let's Play 149. Ja. Folgendes. Ich habe eine Backstage-Folge gedreht. Die habe ich hier dazwischen geschoben. Ich wollte nämlich wissen, bevor ich die nächste Stadt plane, wie verhalten sich meine Bevölkerungsgruppen? Was macht ein Kind zwischen 0 und 6 Jahre? Und was macht eins zwischen 7 und 10 Jahre? Und was machen die Älteren? Das habe ich jetzt ziemlich genau auf dem Schirm und ich weiß, was die für Bedürfnisse haben und wie das Ganze funktioniert. Und dann kam mir noch der Gedanke, weil in dem Winter jetzt das Heizkraftwerk auf 90% rumrödelt, ja, dass ich da gerne Redundanz hätte. Und da dachte ich, okay, von hier ist jetzt irgendwie ein bisschen blöd so. Aber ich habe doch hier hinten auch Kohle. Und jetzt habe ich hier in der Backstage-Folge noch eins hingeplant. Ich habe die Kohle hier abgezapft und hier das Ding mit hingebaut. Und da gehen jetzt quasi nochmal vier Wärmeleitungen rüber. Das sieht nicht ganz so schön aus. Ich habe es verballert. Eigentlich sollten die alle parallel gehen. Dann habe ich gemerkt, ich habe die erste vergessen. Dann habe ich sie halt quer durchgezogen, weil ich keine Lust mehr hatte. Es wird funktionieren. Also, dass wir einfach Wärme-Backup-Redundanz haben. Und wir brauchen dafür kein Entladen, wir brauchen kein Lager. Es wird direkt hier reingepumpt über den gleichen Turm, der es in die Ziegelfabrik bringt. Das finde ich eigentlich eine geniale Geschichte. Ja. Und ich habe gedacht, der ganze Spaß, der kann jetzt so ein bisschen hier parallel gebaut werden. Dann kümmern wir uns um die nächsten Baustellen. So, ich muss noch einmal gucken, dass das, was ich die ziehen, dass da dann auch alle mithelfen. Und hier ist ein neuer Fußweg jetzt, dass die Leute hier reinlaufen können. Das sind, ich glaube, 420 Meter oder so. Das können wir uns hier mal noch anschauen. Ja, 434 Meter ins Kraftwerk rein. Hier habe ich einen Müllplatz fürs Kraftwerk gemacht. Über diese Wasserstrom- und was weiß ich was Anschlüsse hier sind die eigentlich schon hier komplett versorgt. Wir mussten nur die Wärmeleitungen daraus ziehen. So, und jetzt ist halt der Gedanke gemacht, dass mir so viel Baustress, dass hier irgendwas verrutscht. Und ich hoffe, nein, weil die alle jetzt hier reinkommen können. Außer natürlich Baumaschinen, die von da unten anrücken, wie ein Bagger oder so. Aber halt nicht die 10 Kipper, die da irgendwas holen müssen. Ich habe zwar hier bei der Pipeline was weitergedrückt, aber ich habe nicht gemonitort, wie weit es da ging. Also da haben sie jetzt die erste Straße hier fertig gekriegt. Da hinten sind sie wohl noch dran. Hier sind sie auch noch dran. Okay. Aber ich habe mir Benachrichtigungen reingemacht, dass sobald da was sich tut, dass wir dann Bescheid kriegen. So. Also, doppelte Wärmeversorgung. Einmal von hier und einmal von hier. Das auf jeden Fall, wenn das Kraftwerk mal dummerweise im Winter saniert wird und ich nicht danach gucke, mir nicht hier meine 16.000 Menschlein wegsterben. Die sind mir wichtig. Okay, irgendein Stückchen ist fertig geworden. Ja, dann nimm doch die hier bitte auch komplett mit. Und dann können wir das da mit Menschen machen. Und sonst können wir gerade noch nichts machen. Aber die können wir uns auch wieder markieren, dass wir sofort wissen, wenn wir da weiter in den Bau gehen können. Ich brauch Cash da drüben und ich will den Öl verkaufen. Gut. Ja, so können die sich jetzt hier durchfräsen in Ruhe und auf der anderen Seite mit dem Kraftwerk. Da muss ich nur auch schauen, dass das hier mit den Benachrichtigungen klappt, gerade bei diesen Kästen, dass hier überall jeder mitschaffen darf. Habe ich da vielleicht noch auch die Fußwege vergessen? Ja, so wie es aussieht, habe ich sie vergessen, nicht Eumel. Aber ich glaube, die waren unkritisch einfach dran und dran. So, planen und bauen und mit allen bitte. Macht alle diese Fußwegchen dran.
und sagt mir Bescheid. Sobald die das haben, geht der Baustau los, weil dann können die Rohre machen und dann geben die Gas. Das sind jetzt vier dicke Leitungen drin. Und was ist jetzt schon wieder fertig? Das kleine Stückchen. Okay, dann dürft ihr alle jetzt an dem arbeiten und nur die Maschinen an dem da und zwei Benachrichtigungen. So. Ich muss in der Folge einfach gucken, dass die Bauaufträge da jetzt durchgehen. Und nebenher ist mir bei der letzten Folge vom Backstage aufgefallen, ich habe hier noch gar keinen Sprit drin. Da kümmern wir uns jetzt mal drum, dass die hier alle schön Sprit kriegen. Und auch wenn es jetzt von diesem VZ hier nicht so toll ist, weil ich habe die Matschwege abgerissen. Das heißt, die müssen jetzt hier einmal außen rumfahren zum Sprit tanken und hier reinfahren. Aber das will ich so. Ich will nicht, dass hier irgendwie ein Querverkehr durch meine Felder geht bei der Ernte und die dann da Staub produzieren. Dann schaue ich mal in meine schlaue Excel. Ich habe es nicht vergessen. Ich werde es euch noch bereitstellen. Wie viel brauchen wir für den da? 100 Tonnen. Ja, lecko mio, so weit geht meine Tabelle gar nicht. Da muss ich eben 100 Tonnen eintragen. So, 100 Tonnen wären 83% zum Einstellen. Okay, ist der andere auch ein 100-Tonnen-Ding? Ja. Also ich glaube, der hat ja sogar Pipeline-Anschlüsse dran, das dicke Ding. Aber ich habe halt gerade noch keinen Sprit zum Reinpumpen. Und ich will nicht von hier vorne reinpumpen, weil wenn ich ihn da produziere, dann kommt er von hier, wird da reingepumpt und dann von dort da weiter. Aber machen wir es einfach so. Geben wir denen die Aufträge hier mit 83% für die zwei. Dann sind die schon mal versorgt. So, beides mal Sprit auf 83 bitte. Einmal hier und einmal da. So. Okay. Dann gucken wir uns den nächsten an. Einmal 45 Tonnen macht 62,2%. Okay. 62. Nochmal schön Päuschen, sonst klappt es wieder mit der Zahl nicht. Und dann können die schon mal voll machen hier. Nur Sprit und 62%. Nee. 62, so. Okay. Dann wollte ich mal eben gucken, wie es mit dem Dünger aussieht, ob die Lager hier reichen. Ja, also den bisschen Dünger, den wir produzieren, der reicht hier vollkommen zum Reinkippen. Also es sieht nicht so aus, als wenn wir dann ein Düngerproblem haben. So. Da ist nur Asche drin, das gefällt mir. Und hier ist alles verdampft bis auf ein bisschen Metallschrott. Ja, zwei Entlader ist wahrscheinlich jetzt oversized. Oh, der eine ist voll geworden gerade. Der fährt gerade los. Aber dass da hinten so viel drin ist und hier so wenig, vermutlich fahren immer zwei hier hin und dann zwei dahin. Bisschen unausgeglichen. Und was hast du jetzt dabei? Nur Asche, okay. Aber da liegt jetzt halt das 14 Metallschrott noch drin. Aber da mache ich jetzt nicht den Affen deswegen. Das wird schon hinhauen. So, dann habe ich wieder vergessen, mein VZ anzuschmeißen. Wahrscheinlich heizen die jetzt gleich wieder los. Das muss ich fixen, das nervt mich. Das nervt mich so dermaßen. Ja, fahren gleich zwei Züge los, was machen sie? Pflanzen holen, okay, beide holen Pflanzen. Ja gut, dann ist nicht so tragisch, dann machen die da wieder die Prozente voll. Das habe ich in der Backstage-Folge auch vergessen, deswegen ist es jetzt ein bisschen ausgelaufen. Was will der Nächste machen? Macht da einer Chemie? Ne, machen alle Pflanzen. Boah, der hat jetzt aber einen Kickstart hingelegt. Ich denke, wir können uns ja mal dann kurz, wenn jetzt drei Züge losfahren, die Signale angucken. Also der erste hat jetzt, die dürfen ja hier nur auf dieser Spur rausfahren, auf der da. Das heißt, jetzt wird es so laufen, dass immer nur einer losfahren kann. Ne, Moment. Der fährt jetzt erstmal da raus, dann ist er in diesem Block drin. Und irgendwann, wenn er nicht mehr dem seine Strecke blockiert, wird es weiß. Das heißt aber, da er jetzt die ganze Zeit auf seiner Strecke ist, der muss hier durch den Wechsel fahren, hier drauf und dann da lang. Das heißt, erst wenn der da hinten drüber ist, dann kann der nächste losfahren.
in der Theorie. Ja, er startet und fährt los. So. Die beiden, die müssten jetzt hier schön reingeheizt kommen und dann müsste der dritte hier davor stehen bleiben, weil hier ein Chain ist und dann beide da hinten belegt sind. Der nimmt gleich mal den geraden Weg durch. Sorry, ich muss das zwischendrin durchtriggern, dass das hier läuft, aber ich mache Pause, dass wir hier nicht, dass wir die Signale verfolgen können. Das mit allem und das da bitte nur mit Maschine und bitte wieder benachrichtigen, dass das hier vorangeht. Zurück zum Schienending. Also der erste steht drin. So, jetzt kommt der zweite, kann hier reinfahren, weil ein Gleis frei ist und danach wird es dann hier auf Rot bleiben, weil beides belegt ist. Beide, es gibt keinen freien Ausgang, wo jemand hin kann. Also ich werde jetzt irgendwann, wenn diese... Ich habe mir vorgenommen, nächsten Sommer schleppe ich diese ganzen Waggons hier raus. Die großen. Und dann lasse ich genau so viel drin, dass es egal in welcher Konstellation die Dinger nicht zu lang werden. So, da kommt der dritte und er steht jetzt hier. Zack. Und je nachdem, welcher jetzt rausfährt, kann der entweder schon direkt rein oder muss warten, bis beide draußen sind. Also der hat jetzt grünes Signal, das heißt, der fährt hier jetzt raus. Wenn der nicht schnell genug entlädt, nicht schnell genug belädt hier hinten, dann kann der davor reinfahren. Der würde weiß kriegen. Ah, das wird jetzt eine ganz knappe Geschichte, ob der bremsen muss oder ob der Gas geben darf. Ich schätze mal, da gewinnt jetzt gleich einer. Der hat weiß gekriegt, okay, der hat auch weiß gekriegt. Seht ihr, die können jetzt einfach aneinander vorbeifahren. Finde ich genial. Da muss jetzt keiner warten, bis der andere durch ist, weil sie wissen, sie stehen sich nicht im Weg. Wäre jetzt der da zuerst rausgekommen, hier auf der Seite, und nicht der, wo hier rauskam, dann hätte es nicht funktioniert, dann hätten sie warten müssen. Aber so hat es hier getan. Gucken wir uns den Rückweg an. Also lange Strecke ist ja ein bisschen sinnfrei. Deswegen gucken wir mal, wie sie hier jetzt durchheizen. Ich bin gespannt. Also der heizt mit vollen Lottis hier jetzt lang. Und jetzt kommt gleich der zweite angeheizt. Haben die alle Waggons dabei? Irgendwie haben sie einen vergessen. Oder ich habe mich verzählt. Ja, okay, der ist halt später gestartet. Der hat jetzt noch nicht so viel Speed drauf gehabt, aber der heizt jetzt auch los. Und er könnte blockiert werden, wenn der zu früh losfährt. Aber wenn der jetzt noch entlädt, wohin zur Hölle fährst du, mein Freund? Ach, der lädt in Chemie rein. Oder? Ja, okay, dann ist ja total unkritisch. Der entlädt jetzt in Chemie. Aber dann wird es noch spannender, wenn einer von da oben kommt und der andere jetzt noch darüber will. Also sobald die Nummer 3 hier ankommt, ich hoffe, die kommen gleichzeitig. Der ist auf dem Anflug, der will in den Kornspeicher. Das Ding wird gerade voll geratzt. Wir haben Stau. Dieser verfluchten Schneeschieber. Ich hoffe, mir kackt das Game jetzt nicht ab. Das wird mich so abfacken. Einmal dich nach Hause schicken. Also es liegt nicht am Modell. Das war der Test. Diese Konstruktion liegt nicht am Modell. Dann kann es nur noch am zu kurzen Stück liegen, weil es passiert ja nicht bei jedem Schneeschieber. Und es liegt nicht am Scania oder wie er heißt, sondern vermutlich ist der Weg hier einfach zu kurz. Aber wieder zurück an die Kreuzung. Konstellation ist, der kommt jetzt an. Und beim Rest weiß ich es gerade nicht. So. Ich kann die Gebäude so auch nicht anklicken. Vielleicht sollte ich gucken, wie viel er entlädt oder keine Ahnung, vielleicht sollte ich den Zug hier auch noch monitoren, dass ich weiß, wann der fertig ist. Der ist nämlich fast fertig hier. Also einmal den da und einmal den da. Der andere ist ja eh voll. So, und die Gleise schön in die Mitte reinsetzen. Also der hat hier halt einen Chain, wenn sein Ausgang belegt ist.
Der hier hat einen Chain, falls der hier ins VZ reinfahren wollte. In der Theorie sollte er nie von hier hinten kommen und ins VZ reinfahren. Eventuell kann ich das auf Single umstellen, das würde ich gerne noch testen. Also in der Praxis könnte er so hier rumfahren und da rein. Aber ich kann mir von den Aufträgen nicht vorstellen, dass er das jemals tut. Von daher brauche ich das hier nicht. Aus der Richtung, ja, da fährt er natürlich ins VZ, um zu tanken. Und aus der Richtung, ja, da fährt er auch ins VZ, weil er dann seine Ware da abgeliefert hat. Aber mir fällt gerade noch kein Weg ein, wie er von hier ins VZ fährt. Da will er erstmal Ware entladen. So, also der kommt jetzt gerade zurück. Der will in sein VZ reinfahren. Der hier will da reinfahren. Und sie müssten beide Vollgas durchheizen. Seht ihr das? Der hat weiß gekriegt. Der hier war früher dran. Und sie heizen jetzt einfach mit vollem Speed aneinander vorbei, wenn da nichts Autosave wäre. Ohne eine Blockierung. Ohne eine. Ihr müsst nicht 150 Meter überall Abstand haben. Ihr müsst nur wissen, wie die Signale funktionieren. Und dann rennt das alles. So, der holt sich jetzt den nächsten Auftrag. Jetzt müsste der da wiederkommen. Der will jetzt hier rein, weil er sein Zeug abgeliefert hat. Der hier möchte jetzt da unten rein. Das heißt, die kommen sich... Die sollten sich etwas in die Quere kommen. Er fährt hier rüber auf dieses Gleis, weil er ja da rein möchte. Und erst wenn er mit seinem Erschle über dieser Kreuzung ist, sollte der da weiß kriegen, dass er durchheizen kann. Wenn nicht, dann muss er eine Vollbremsung hinlegen. Wahrscheinlich legt er erstmal eine hin. So. Jetzt fährt er mit seinem Erschchen da drüber und wir gucken mal genau, ab wann der hier weiß kriegt. Ja, bei der Zoom-Stufe ist so. Der Arsch ist drüber, habt ihr gesehen? Er ist über den Wechsel drüber und jetzt kann der andere schon anfahren. Und der kann jetzt hier durchfahren und da rein. Also ich sag halt, ich hätte gern ein kleines Tutorial gemacht, aber das, ihr seht, was ich dafür brauche, um euch das erklären zu können. Ich brauche viele Züge, die gleichzeitig fahren. Am besten noch mehr umso mehr, umso besser. Aber jetzt haben wir mal so ein bisschen Zug, dass wir sehen, was so geht. Der kommt jetzt auch wieder zurück. Was macht der hier? Fährt er nochmal los oder ist er gechippt? Der holt jetzt wieder Pflanzen. Aber vermutlich nicht. Vermutlich nicht für hier. Hier ist voll. Das heißt, die fahren jetzt alle drei fahren jetzt in dieses Lager hier rein. Moment. Den Stau habe ich erledigt. Weg damit. So. Wo sind meine Signale? Jetzt müssten sie sich nicht in die Quere kommen und ohne Bremsen aneinander vorbeifahren, weil der hier in sein VZ rein will und der hier möchte eigentlich nur gechillt hier auf dem äußeren Gleis vorbeifahren. Seht ihr, er hat schon weiß. Er kann einfach Vollgas geben. Finde ich gut. So, und jetzt ist der eine wieder drin und der fährt dann gleich wieder auf dem Gleis los, sobald er da drüber ist. Der muss ja natürlich vorher jetzt noch tanken, hat getankt, die tun dann immer einmal voll tanken, wenn sie da reinfahren. Und jetzt kann er wieder darüber fahren. Und wahrscheinlich kommt der andere schon wieder an. Ja, der lädt noch voll. Also ist hier der nächste spannende Punkt. Da vorne passiert nichts mehr, die fahren jetzt. Der eine fährt hier und der andere fährt ihm hinterher. Hierfür braucht ihr die 150 oder 155 Meter Abständchen. Dass die einfach nicht bremsen müssen und dass das nicht ein Node ist. Weil sonst würde er halt blockieren bis hier. Einmal die Signale. Der kann halt reinfahren, weil da frei ist. Und da heizt er jetzt volle Kanne rein. Und jetzt haben wir es, glaube ich, genau andersrum. Oder? Nee, also der kann noch nicht rein, solange der rausfährt. Da kommt er an. Ja, es geht einfach nicht schneller. Also wenn man mit drei Zügen zwei Gleise entlädt, dann ist es halt so. Aber jetzt hat der schon weiß, als er mit dem Erschle hier am Eck drüber war, schon bevor das Signal kam. Er hat nicht dieses grünliche Ding gehabt, oder das hellgrünliche oder was das war, sondern er hat weiß gehabt. Also dadurch, dass ich so einen Stau produziert hatte hier mit der Geschichte,
aufwendig, kann man jetzt ganz gut sehen, wie die Züge auf Vollgas arbeiten. Aber das ist natürlich fehleranfällig. Vergesse ich einmal zwei, drei Folgen dieses Signal umzustellen, dann läuft die Chemieproduktion nicht mehr, weil dann keine Pflanzen da sind. Also ich muss auf jeden Fall das mit den Zügen in den Griff kriegen mit dieser Länge. So, wo ist der andere? Kommt der schon wieder da raus? Der entlädt noch, aber er steht auf dem präferierten Gleis. Also auf dem, wo man halt auf dieser Seite hier reinkommt. Der ist geradeaus durchgefahren und nicht über den Wechsel. Die nehmen immer den kürzesten Weg, der möglich ist. Der entlädt noch. Okay. Mal schauen, wie es von der Racing Condition her aussieht, wenn jetzt der andere ankommt. Wahrscheinlich muss der hier bremsen, schätze ich jetzt mal. Weil der nicht schnell genug seinen Arsch über den Wechsel kriegt und der nicht vorher reinheizt. Weil der genaue. Ah doch, der heizt noch volle Kanne rein. Wir haben Glück. Der heizt jetzt rein und der andere im Signal. Und der andere, der will erst jetzt los, nachdem er eh schon fertig war. Okay. Aber irgendwo fährst denn du jetzt lang? Okay, jetzt haben wir noch einen Chemieabverkauf, oder? Chemieabverkauf an die Grenze. Bam, dann rollt der Rubel. Okay. Aber der muss auch erst noch laden. Also interessant fand ich, dass keiner von euch irgendeinen Kommentar über diese Kreuzung geschrieben hat, als ich gesagt habe, ihr sollt darüber schweigen, ich erzähl's euch mal. Und wer das jetzt hört und damals gedacht hat, Streuner, das kann nicht funktionieren, schreibt's einfach mal. Ich würde es einfach mal gern wissen, wo wer gedacht hat, Streuner, das funktioniert oder Streuner, du baust einen riesen Bockmist. Ich würde es gern wissen. Ja. Ist nicht persönlich gemeint, weil ich weiß, es sind so viele falsche Tutorials hier drin. Der fährt volle Kanne durch, der kriegt weiß, fährt ins Depot rein. Es gibt so viele Tutorials hier zu Gleisen und hin und her und ich habe sie alle durchprobiert und es hat mir alles nichts gebracht, bis ich mich darüber schlau gemacht habe, wie dieser Spaß hier funktioniert. Und dann habe ich es ausprobiert und dann habe ich es geblickt. Weniger Signale macht mehr Spaß und macht mehr Performance. Sobald man nicht mehr dieses Wartegleis hier dazwischen habt, lasst es einfach weg. Ihr braucht keine Chains, wenn ihr wisst, der Ausgang, der kann abfließen. Wenn der Ausgang aber sowas ist, irgendwas zum Entladen, Beladen, dann braucht ihr es. Jetzt schauen wir mal, da kommt unser Chemiezug jetzt an. Hier kommt unser Pflanzenzug an. Und der chillt, okay. Dann ist das Ding da wohl voll. Dann hat sich's jetzt gleich mit Signale gucken. Aber die sind jetzt auf einer Kollisionsstrecke. Weil der einmal hier quer rüber möchte und der da geradeaus zur Grenze durchheizen will. Dann gucken wir auch mal rein, was er dabei hat. Aber vielleicht ist er schnell genug mit seinem Arsch drüber und der andere kriegt weiß. Gucken wir. Weiß. Sehr gut. Also der hat seinen Arsch hier aus dieser Kreuzung rausbewegt. Irgendwo hier war er. Und dann hat er weiß gekriegt. Und der muss nicht bremsen und kann mit 150 km/h durchfetzen. Das ist halt ein bisschen ein Glücksding. Aber ich sag euch, ich habe Staus in meinen alten Republiken produziert, wo sie von der Grenze bis da vorne gestanden sind. Ja, ich habe Müll exportiert. Ich habe lauter komischen Floats Import und Export gemacht. Und das macht echt keinen Spaß, wenn die Züge alle im Stau stehen. Und das gleiche schöne Spielchen hätten wir hier. Also ich finde, diese Kreuzung ist durchaus gelungen und performant für die Verhältnisse, die ich im Spiel an Möglichkeiten habe und diesem Raum, den ich hier genutzt habe. Das war auf jeden Fall besser als diese Fail-Konstruktion, einmal außen rum und da wieder rein. Das war ja ein Riesenmurks. Das hier, das ist Style, finde ich. Das hat was. Einmal unter der Brücke durch zwei T-Stückchen und dann nochmal Wechsel und hier nochmal ein Ausgang und da dran vorbei. Finde ich cool. So, okay, wir haben da was fertig. Dann dürft ihr alle hier mithelfen. Und alle an der Leitung mithelfen. Oh, da ist noch was fertig. Und hier mithelfen. Und auch an der mithelfen. Hateable darf mithelfen. Alle dürfen ins Boot. So. Bis zur letzten Leitung. Okay, da habe ich keinen Rohrbruch. Die hier geht auch schon. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach, da habe ich wieder mir keine Notiz gesetzt. Aber. Ah, okay, nee. Der ist noch nicht fertig, der Weg. Okay.
Wie sieht es hier hinten aus? Da sind wir noch lange nicht dran. Okay. Das wussten wir. Ja, die kamen hinter. Na, wir sind woanders. Yes. Auslandsanbindung gekommen. Alle dürfen hier dran und alle dürfen da dran. Und dann ja, hat sich die Meldung erledigt. Oder war da noch was? Ah, doch, der Strommast, der kann auch gebaut werden. Der da. Ach so, der kann nur gebaut werden, wenn ich an dem es ein Ende rankomme, das irgendwo hier liegt. Erst dann kann ich ihn bauen. Okay. Das haben wir. Noch was fertig. Eieiei, wo war jetzt hin? Der Weg. Okay. Sehr gut. Weiterlaufen lassen. So. Also jetzt sollte mittlerweile der Sprit da sein. Also ich, im Frühjahr denke ich, ich werde noch keine Aussaat machen. Das macht mir sonst nur persönlichen Stress, wenn ich hier hinten plane. Also dann habe ich die Pflanzen da, dann kann ich die Pflanzen exportieren. Ich will keine Pflanzen exportieren, die sind nichts wert. Und warum ist denn hier noch nichts da? Ach ja, okay, die müssen hier jetzt erstmal die fetten Gebäude vollwuchten. Da fährt einer hin. Hier fährt einer hin und hier. Warum fährt hier denn keiner hin? Und du hörst jetzt mal auf, dir irgendwelche Felder zu suchen. Ja, ne, raus, das mache ich schon selber. Nimm mal diese automatische Suche. Ah, da kommt doch gerade einer zum Tanken. Sehr gut, läuft. Ja, die müssen jetzt halt mit ihren 17-Tonnen-Dingern, die schon relativ groß sind, da einige Male hin und her fahren, um den Puffer aufzufüllen. Wie sieht es denn mit der Chemie aus? Und wie viel? Boah, es werden immer mehr junge Erwachsene, hab schon fast ein Tausender zusammen. Ja, mir lag noch was am Herzen. Ich wollte wissen, es hat auch einer geschrieben, tut mir leid, ich weiß gerade nicht mehr welcher. Ich lese jetzt manchmal an manchen Tagen da gefühlt 100 Kommentare. Irgendeiner von euch hat es geschrieben und das fand ich gut, dass dieser Wald, ich glaube es war das Cities, einer von meinen Einwohnern hat geschrieben, dass dieser Wald gut wäre für das Klima in der Stadt und es würde Umweltverschmutzung nachweislich senken. Ich weiß jetzt nicht, ob er es auf Realität bezogen hat oder aufs Spiel. Auf jeden Fall kann ich hier Umweltsensoren bauen, irgendwo, und es ist da verdammt lang her, dass ich die gemacht habe. Irgendwo sind die hier drin. Vielleicht finde ich sie ja. Also in den Straßen vermutlich nicht. Was hätte ich denn ansonsten im Angebot? Hier irgendwas, Bauindustrie. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo das blöde Ding hin ist. Ich glaube, bei Monumente war das. Ich glaube, irgendwo hier. Zauntor, Asphaltstreifen, Rollbahn, Kiesstreifen. Wo ist dieser verfluchte Umweltsensor? Ich dachte, er wäre hier gewesen. Bauindustrie glaubt nicht. Hier Gelände. Boden wiederherstellen. Nee. Ich habe jetzt gedacht, den finde ich mal eben wieder, aber so wie es aussieht, hat es mit... Oh Gott, nee. Wo könnte der drin sein? Da! Da ist er. Also wir bauen uns jetzt noch Umweltsensoren, Verschmutzungssensoren, weil ich einfach wissen will, wie sauber ist es denn hier? Mal gucken, ob wir den da irgendwo hinkriegen. Der braucht nur Strom. Ich glaube, der macht auch selber keinen Schmutz. Ja. Der muss nur hingestellt werden. Und ja, ich weiß, das macht mir ein bisschen Bautraffic durch die Stadt. Einmal rumdrehen. So draußen hinbauen. Und dann mache ich mir noch einmal hier vorne hin, weil ich nicht weiß, wie viel die Reichweite von dem Ding ist. Also da, wo meine ersten Wohngebäude sind, hier irgendwo. Am besten hier. Da geht's nicht rein. Und stellen wir doch hier davor auf. Geht auch nicht. Wie wär's hier? Da muss er doch hingehen. So, die können jetzt einfach mal so passiv mitgebaut werden. Dürfen auch alle mitmachen.
Streuner, was hast du getan? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell weggucken. Wieso nutzen die nicht meine verfluchte Umgehungsstraße hier? Wieso sollten die denn jetzt hier durchfahren, um da hinzukommen? Sind die dämlich? Das hat doch funktioniert. Wieso fahren die da dran vorbei? Wenn die hier durchschlingeln würden, dann wären die doch viel schneller an diesen ganzen Baustellen. Oh Mann, habe ich die ganze Straße umsonst gebaut? Guckt euch mal den Stau an bis hier hinten. Zum Glück fließt ein bisschen was nach hinten ab, aber ich glaube, die Bauindustrie, die wird ganz schön gebeutelt werden jetzt, weil das Personal muss ja erstmal wieder hier hinkommen. Okay, da sind gerade welche angekommen. Aber ich frage mich trotzdem, warum nutzen sie diesen Weg, wenn es doch diese schöne Umleitung hier gibt. Der nutzt ihn jetzt. Warum nutzt du den und die anderen nicht? Oh nein. Ich weiß warum. Nur die von der Grenze nutzen ihn. Oh Mann, Streuner, was hast denn du hier angestellt? Nur die von der Grenze fahren jetzt dahin, weil die anderen hier rauskommen. Ach fuck. Die anderen kommen über diese Straße hier raus, fahren hier unten lang und fahren da lang. Ja, fu. Ja, richtig fu. Ich habe gedacht, das ist eine mega coole Strecke für Stahl auf alle Fälle, aber Kies geht jetzt vorne rum. Ich habe es auf jeden Fall verstanden, warum es nicht tut. Die Frage ist, wenn die hier. Also die könnten ja diese Straße hier theoretisch verwenden und hier rüberfahren und dann da rein. Ne, das machen die nicht. Wo geht denn hier der Node rein? Der geht erst. Boah, den habe ich voll lang gezogen. Der geht erst hier rein. Ah, und da habe ich eine Einbahnstraße gebaut, die nur hier rausführt. Ja, I understand. Wie kriege ich das jetzt noch schön hin? Also für, wie gesagt, alles, was wir nicht selbst produzieren, kommt von da oben. Aber der Gedanke war ja, ich wollte die Umgehung bauen, dass die hier nicht alle rumstehen. Und genau das Gegenteil habe ich produziert. Fuck. Kriege ich das jetzt kurzerhand durch einen Matschweg hier rüber verbunden gelöst, dass die zukünftigen alle dann hier lang fahren? Weil das wird jetzt kritisch im Winter. Also das ist ein Elendstau und das macht halt einen Deadlock. Wenn die ganzen Busse hier im Stau stehen, die die Industrie versorgen sollen, dann können die nicht mehr produzieren und dann ist es alles für einen Katz. Also für die da nicht, die sind ja voll, aber das lähmt halt das ganze System. Streuners fucking Stau. To be continued. Mann, ey. Aber ich kann die Folge streichen, die geniale Idee. Es war nicht genial. Es war Humbug. Verdammter Scheiß Humbug, diese coole Straße hier. Ja, ich wünsche euch was. Wir sehen uns beim nächsten Mal.